So, willkommen zum ersten Video zu Kapitel 16.2 Lösung nichtlinearer, elliptischer und parabolischer Gleichungen. Wir sind im größeren Kontext von Iterationen. Und ich möchte jetzt erstmal für unser erstes Beispiel, das wir betrachten werden, die Grundidee klar machen. Wir kennen die lineare Gleichung a mal Gradient u, davon die Divergenz ist gleich f, die wir lösen wollen. Also für mich ist das Standard-Setting, das Ganze soll gelöst werden auf Omega-Teillinie Rn, beschränkt Lipschitz und mit Randdaten und der Einfachheit halber fordere ich einfach null Randdaten, also U in H1, 0 Omega verschwindet am Rand. Also das ist so das Standard, die Standard-Nebenbedingungen, die ich immer dazu denke, die Gleichung wäre. Also das ist die lineare Gleichung, die können wir seit dem letzten Semester lösen. Da machen wir Lex Milgram und sagen, okay, da gibt es eine Lösung. Und jetzt möchte ich aber eine nicht-lineare Gleichung daraus machen, und zwar eine voll nicht-lineare. Mache ich mit zwei Klammern. Ich stelle mir vor, dass A ist eine Abbildung, die einem Vektor, gerade in U, einen neuen Vektor zuordnet. Und genau, dann habe ich hier eine nichtlineare Gleichung, denn wenn diese Abbildung nicht linear ist, also nicht durch eine Matrix gegeben ist, wenn die nicht linear ist, dann kann ich nicht zwei Lösungen addieren und finde wieder eine Lösung. Ja, also hier allgemein, das A ist eine Abbildung von Rn in den Rn. Da kann ich Ihnen gleich sagen, wenn Sie das jetzt in dieser Allgemeinheit machen wollten, haben Sie überhaupt keine Chance. Und zwar schon deswegen nicht, weil ja das A zum Beispiel nicht positiv definiert, also selbst wenn es linear wäre, es müsste ja hier nicht positiv definiert sein. Also diese Elliptizität, die wollen wir ja auf jeden Fall fordern. Aber wir wollen auch noch ein bisschen mehr fordern, damit wir das lösen können. Eine naheliegende Sache wäre jetzt zu sagen, naja, vielleicht sieht das ja so ähnlich aus wie der Laplace-Operator. Also, wir könnten die Situation haben, dass die Linearisierung von A, das ist jetzt in einem Punkt, oder im Nullpunkt, also wenn gerade U gleich 0 ist, die Linearisierung von A im Nullpunkt, das ist ja eine Abbildung von Rn nach Rn, könnte ja die Identität sein, also Xi wird nach Xi geworfen. Also kurz gesagt nochmal, die Linearisierung von A im Nullpunkt könnte die Identität sein im Rn. Wenn ich dann A durch seine Linearisierung ersetze, dann ist also A von Gradient U ungefähr wie Gradient U und dann steht hier minus Laplace U gleich F. Ja, das ist die schönste aller Gleichungen. Ja, also dann erwarten wir, dass wir es lösen können. Allerdings können wir es nur dann lösen, wenn wir tatsächlich in der Nähe dieser Null sind. Wenn wir überhaupt keine Aussagen über A, wenn wir weit weg von der Null sind, jetzt wenn wir diese Linearisierung haben. Also wir erwarten bestenfalls, dass wir mit kleinen U's das lösen können. Also erwarte für kleines f, und da ist natürlich die große Frage, in welchen Normen jetzt klein, ja? Für kleines f ist das mit einem kleinen u lösbar. Und das wird auch genau der Satz sein, den wir beweisen werden. Das wird Satz 16.11. Okay, jetzt überlegen wir mal, wie würden wir das angehen. Also jetzt erstmal hier eine Vorüberlegung. Ich beweise natürlich dann später den Satz 16.11 ganz richtig, so wie man es machen sollte. Aber machen wir mal so eine kleine Vorüberlegung. Was würden wir da tun? Na, wir würden sagen, dass A ist so ähnlich wie die Identität. Dann schreiben wir doch mal, fügen wir doch so einen Term mal ein. Wir würden also sagen, diese Gleichung Stern
ist äquivalent damit, dass ich schreibe minus Laplace U, weil das ja so ähnlich aussieht wie minus Laplace U, ist gleich, jetzt schreibe ich erstmal den Term auf die rechte Seite, Divergenz A von Gradient U minus Laplace U, jetzt mache ich das wieder gut. Ja, Sie sehen, wenn ich das jetzt darüber bringe und minus Laplace U kürze, dann habe ich gar nichts gemacht, plus F. Das ist, kann ich auch als eine einzige Divergenz schreiben, das ist die Divergenz von A von Gradient U minus Gradient U. Also Sie sehen, Divergenz von Gradient U ist der Laplace-Operator. Also habe ich hier eine Identität. Ja, und jetzt würde ich sagen, ja, das hier ist klein. Und zwar, gut, wenn Gradient U klein ist, ist das klein, weil dann A von Gradient U klein ist. Achso, das steht hier gar nicht da. Ohne Einschränkung sage ich mal A von 0 gleich 0, denn Konstanten können wir hier immer korrigieren. Also dann ist das klein, Gradient U ist klein, dann ist A von Gradient U in der Nähe der 0 hier. Und Gradient U ist ja klein, dann ist es klein. Aber ich meine sogar noch mehr als das. Das ist sogar klein gegen Gradient U. Warum? Ja, weil in der Nähe der 0, also wenn Gradient U klein ist, dann ist A von Gradient U ungefähr, das sagt die Linearisierung, ein Gradient U. Also minus Gradient U, dann ist es sogar in höherer Ordnung von Gradient U. Und dann könnten wir auf die Idee kommen, eine Iteration wie folgt zu machen. Wir iterieren. Das ist jetzt übrigens eine Idee, die könnte man durchführen, aber die werde ich im Beweis des Satzes nicht durchführen, sondern wir werden einen etwas eleganteren Weg gehen. Aber eine Idee wäre, wir iterieren. Wir haben ein U-Alt, also einen letzten Tipp. Wir würden starten mit 0 und wir würden immer U-Alt auf U-Neu abbilden. Und das U-Neu löst eine Gleichung, nämlich die Gleichung, die hier suggeriert wird, minus Laplace U-Neu gleich und jetzt das hier in U-Alt, also gleich Divergenz A von Gradient U alt minus Gradient U alt plus F. Ja, das kann man jetzt hier leider nicht mehr so schön lesen. Schauen wir einfach hier hin. Also wir setzen das alte U in diese rechte Seite ein und dann steht hier minus Laplace U ist gleich irgendwas Gegebenes. Das lösen wir und die Lösung nennen wir U neu. Dann haben wir eine Iterationsvorschrift und wenn wir ein bisschen arbeiten, können wir vielleicht zeigen, dass diese Iteration ja, zum Beispiel kontraktiv ist. Wenn sie kontraktiv ist, dann können wir den Banachschen Fixpunktsatz anwenden und bekommen, dass es einen Fixpunkt gibt. Und Fixpunkt heißt eben, wir setzen hier ein U ein und bekommen dasselbe U wieder raus, aber diese Gleichung ist ja äquivalent zu Stern, dann haben wir Stern gelöst. Also das wäre jetzt so eine ganz hemdsärmlich drangehende Art, diese Gleichung zu lösen. Und das würde auch funktionieren. Es ist aber gar nicht so einfach. Die Schwierigkeit liegt darin, dass Sie sich jetzt für Funktionenräume entscheiden müssen. Wenn Sie sich für Funktionenräume entscheiden, dann wäre Ihre Lieblingswahl so L2-Räume. Dann würden Sie sagen, Sie messen die rechte Seite immer in H-1. Und das U dann in H1. Und dann stellen Sie die Kontraktivität in H1 fest. Ja, das ist das Ziel. Aber die Kontraktivität in H1 festzustellen ist unglaublich schwierig. Warum? Wenn Sie im Raum H1 sind für U, dann ist Gradient U, das messen Sie nur in L2. Wenn Sie das nur in L2 messen und nicht in L unendlich, dann wissen Sie nur, ja, es ist in L2 klein, aber ja nicht punktweise klein. Wenn es nicht punktweise klein ist, dann nutzt Ihnen nichts, dass Sie wissen, dass die Ableitung von A in der 0 was Gutes ist, denn ja, dann wissen Sie nichts über A an einem Punkt, der vielleicht ein Zweck ist von der 0. Und bei der L2-Kontrolle haben Sie punktweise eben keine bessere Kontrolle, also manchmal ist es eben auch ein Zweck. Deswegen ist dieses H1, H-1-Setting
alleine nicht gut geeignet, um diese Gleichung zu lösen. Okay, wir werden trotzdem so ähnlich vorgehen, aber ich benutze einen kleinen abstrakten Satz, der ganz, ganz einfach zu beweisen ist. Also der Beweis wird auch nicht länger sein als der Satz selbst. Und zwar geht es mir jetzt um einen Banachschen Fixpunktsatz. Der Banachsche Fixpunktsatz funktioniert auch, wenn Sie in einem Raum X eine Iterationsabbildung haben und in jedem Iterationsschritt, also jeder Iterationsschritt ist wohl definiert natürlich, und diese Iterationsschritte sind auch kontraktiv in Ihrem Raum X. Aber Sie nehmen gleichzeitig an, dass Sie eine Schranke haben in einem besseren Funktionenraum, den nenne ich Y. Ja, und in diesem Beispiel ist der bessere Funktionenraum dann irgendetwas, was die Werte von Gradient U kontrolliert. Ja, also während der Iteration sagen Sie die ganze Zeit, ja, ich bin kontraktiv in X, einem L2-Raum, aber gleichzeitig ich bin beschränkt in einem anderen Raum, der mir die ganze Zeit die Lösung klein hält. Ja, und mit diesem abstrakten Satz werden wir dann die Existenz einer Lösung dieser Gleichung beweisen. Also, wir machen jetzt erstmal diesen abstrakten Satz 16,10. Das ist ein Banachscher Fixpunktsatz, aber Fixpunktsatz, aber mit zwei Normen. Also der geht wie folgt. Wir haben jetzt zwei Banachräume. Das seien zwei Banachräume. Und da soll der eine im anderen enthalten sein. Y ist der Raum der besseren Funktion. Also Y-Timing in X. Und da drin betrachten wir jetzt zwei Kugeln. Bx Timing X und By Timing Y seien abgeschlossene Kugeln. Also, ich lege mich nicht auf den Radius fest, Kugel mit irgendeinem Radius. Und jetzt habe ich eine Iterationsabbildung, oder ja, eine Abbildung, für die ich einen Fixpunkt suche. Und die sei so ein T und die geht jetzt von der X-Kugel in die X-Kugel. Aber, na, das wäre der alte Satz, wir fordern jetzt ein bisschen weniger. Beziehungsweise also die, als Abbildung ist es noch auf der X-Kugel, also als Abbildung sei es auf der X-Kugel und dort sei es stetig. Aber jetzt mit zwei Eigenschaften, bei denen ich die zwei Normen kombiniere. Also, die eine Eigenschaft ist, wenn ich T auffasse als Abbildung, nicht auf der ganzen X-Kugel, sondern nur auf dem Teil der X-Kugel, der auch nur in der Y-Kugel ist, und bilde jetzt nach X ab, dann ist sie kontraktiv. Ja, wir brauchen ja immer Kontraktivität, damit wir dann einen Fixpunkt der Iterationsabbildung konstruieren können, indem wir einfach immer T anwenden. Das wollen wir hier auch haben. Aber wir verlangen sozusagen im Vergleich zum normalen Banachschen Fixpunktsatz viel, viel weniger. Wir sagen nämlich, für zwei Elemente sind die zwei Bildelemente nah beieinander. Aber das muss nur so sein, wenn die zwei Elemente von einer besseren Qualität sind. Die sind gleichzeitig noch im Banachraum Y und haben da zum Beispiel Norm kleiner gleich 1. Also wir haben da eine Zusatzinformation über die zwei Elemente. Das heißt, das ist leichter zu verifizieren als die Kontraktivität im normalen Banach. Gut, aber was brauchen wir noch? Naja gut, natürlich brauchen wir noch, weil wir ja diesen, denken an den Beweis, es muss natürlich eine Selbstabbildung sein. Wir wollen immer wieder da rein abbilden. Also Bx, By, das muss dann schon immer da rein abbilden. Also das, ich fordere, dass es eine Selbstabbildung ist.
Und wenn wir diese zwei Eigenschaften haben, dann besitzt T einen Fixpunkt. Ein Fixpunkt in Bx. Ja, und es ist klar, was ein Fixpunkt in Bx ist. T geht ja von Bx nach x, also ein klein x in Bx, sodass T von x gleich x ist. Ja, das ist der Satz. Wie gesagt, den werden wir dann anwenden in diesem Problem. Der y-Raum wird ein Raum von stetigen, beziehungsweise sogar Hölderstetigen oder sogar zweifach Hölderstetigen Funktionen sein. Also wir kontrollieren die Regularität der Funktion gut und dann wollen wir die Kontraktivität in einem H1-Raum haben. Aber jetzt stellen wir uns nur auf den abstrakten Standpunkt und sagen, okay, gilt dieser Satz. Ja, gehen wir mal einfach den Beweis durch und ehrlich gesagt, das ist der Grund, warum ich den Banachschen Fixpunktsatz wiederholt habe, dass wir da die Sprache alle im Kopf haben. Also, der Beweis ist einfach so, dass wir eine Iteration machen. Jetzt schaue ich mal schnell, ob wir die x nennen oder u's, die nennen wir jetzt mal x. x0 wird als 0 definiert. Immer xk plus 1 wird als t von xk definiert. Immer der nächste ist eben t vom Vorgänger. Gut. Was wissen wir dann über die Folge xk? Naja, zunächst mal das x0 war ja in bx und by. Dann ist das t davon auch wieder in den beiden. Und so alle weiteren. Also xk ist in diesem Schnitt bx, by für alle k. Ja, das ist einfach wegen der Selbstabbildungseigenschaft. Aber andererseits, weil alle Elemente da drin sind, ist diese Iteration kontraktiv. Also in der x-Norm ist immer xk plus 1 minus xk. Ich mache jetzt gleich das Ergebnis dieser Induktion ist wie Theta hoch k. Konstante mal Theta hoch k, wenn ich iteriere. Ja, der erste Punkt x1 ist irgendwo, das ist im Wesentlichen meine Konstante. Und ab dann geht immer mit jedem Iterationsschritt, wird es um Theta kleiner. Und daher dann auch, das ist sozusagen das zweite Argument, dass man jetzt solche Summen bildet, für beliebige xm und xk, ja, da muss ich jetzt die Summe bilden von, sagen wir, m ist das Größere von k bis m und summiere diese Differenzen auf. Aber das kann ich auch summieren, das ist dann wie Theta hoch das Kleinere. Ja, jetzt ist m größer als k und natürlich bis auf eine Konstante. Also auch beliebige eine neue Konstante, auch beliebige Differenzen kann ich abschätzen. Also xk ist eine Cauchy-Folge in x. Und x ist ein Banachraum, insbesondere vollständig. Also weiß ich, dass xk konvergiert. Und zwar es gibt ein x in x, sodass das xk gegen x konvergiert. Als Cauchy-Folge hat es ein Limes. Das x ist übrigens, weil die Kugel bx abgeschlossen ist und alle xk in bx waren, ist auch das x in bx. Ja, also Limes eine Folge in bx. Und jetzt muss ich noch zeigen, dass das x ein Fixpunkt ist. Aber da benutze ich jetzt nur, dass t von xk gleich xk plus 1 ist. Wenn jetzt k gegen unendlich geht, dann geht xk plus 1 gegen x, das steht ja da. Und hier verwende ich, dass t stetig ist. T ist stetig und deswegen geht t von xk gegen t von x. Einfach die Folgenstetigkeit. Gut, dann steht da t von x gleich x. Und damit ist der Beweis schon fertig. Also Sie sehen, dieser Satz, der ist schön durch seine Formulierung sozusagen, das ist ganz elegant, dass man da zwei Normen reinbringt.
Der Beweis ist aber ganz einfach. Und jetzt wollen wir mit diesem Satz beweisen, dass diese Gleichung für kleines f eine Lösung besitzt. Ein klein wenig Vorbereitung brauchen wir dazu noch, und zwar muss ich ein bisschen daran erinnern oder Ihnen einführen, wie es ist mit Hölderräumen und mit Schauderabschätzungen. Die verwenden wir hier. Also zunächst mal die Hölderräume. Da hoffe ich tatsächlich, dass es für alle eine Erinnerung ist. Wir definieren als C Alpha von Omega den Raum aller Funktionen U. Die sind stetig auf Omega. Und also was sich leichter hinschreiben lässt bei C Alpha ist die Norm als der Raum. Ich mache also jetzt ein bisschen den Trick. Ich sage, die C-Alpha-Norm soll kleiner als unendlich sein. Ich muss Ihnen jetzt die C-Alpha-Norm definieren. Dann nehme ich zum einen das Supremum über alle x in Omega von x. Also ich nehme die ganz normale C-Null-Norm, aber die verschärfe ich jetzt noch. Ich nehme mir nämlich jetzt sozusagen, naja, es fühlt sich an wie eine Alpha-Ableitung, aber es ist nicht das richtige Bild. Ich schreibe es einfach hin. Wir machen das Supremum, alle Differenzen x und y aus Omega, wobei aber jetzt x ungleich y sein soll, nehmen u von x minus u von y, davon den Betrag und teilen den x minus y, und hier kommt jetzt das Alpha ins Spiel, hoch Alpha. Also, Sie stellen sich vor, Alpha wäre 1. Dann steht hier ein Differenzenquotient. Und Sie nehmen hier den Betrag des Differenzenquotienten, für Alpha gleich 1 wie gesagt. Ja, dann messen Sie die Lipschitz-Konstante von U. Mit Alpha, da sind Sie sozusagen weniger streng. Also wenn wir denken jetzt mal an beschränkte Gebiete, wird jetzt hier immer nur um beschränkte Gebiete gehen, dann geht es also nur darum, wenn x und y nah beieinander sind, wenn Sie durch x minus y teilen, also durch, ich nenne es mal ein Epsilon, durch Epsilon teilen, dann wird das vielleicht schwierig, ob Sie dadurch teilen können, aber wenn Sie hier durch, sagen wir mal, Wurzel Epsilon teilen, Wurzel Epsilon ist ja viel größer als Epsilon, dann ist es etwas leichter. Es ist also leichter, C Alpha, für zum Beispiel Alpha gleich 1/2 zu sein, als Lipschitz stetig zu sein, weil Sie hier eben durch einen viel größeren Nenner dann teilen. Ja, dann ist dieses Supremum nicht so schnell unendlich. Also, einfachstes Beispiel. Auf R ist Wurzel x, diese Funktion, die ist nicht Lipschitz, weil die mit Steigung unendlich aus der Null rausgeht. Aber sie ist eben hölderstetig mit Exponent 1/2. Also die Funktion, um da streng zu sein, für x kleiner 0 setzen Sie gleich 0, für x größer gleich 0 Wurzel x. Dieses u von x ist c 1/2, weil Sie, wenn Sie 0 und x einsetzen, dann können Sie dadurch teilen. Das sind die hölderstetigen Funktionen, und c 2 Alpha, also 2, Alpha Omega sind dann Funktionen u, sodass u, die Ableitung von u, und alle zweiten Ableitungen von U in C-Alpha sind. Sie können also beliebig jetzt noch die Differenzierbarkeitsordnung nach oben schrauben. Und dann müssen Sie so einfache Abschätzungen für U ausrechnen. Es gibt eine Konstante CH größer 0. Da gelten jetzt so einfache Rechenregeln, die zutiefst logisch sind eigentlich. Also zum Beispiel die C0-Norm ist immer abgeschätzt durch die C-Alpha-Norm. Klar, denn die C0-Norm ist hier sogar enthalten, der C-Alpha-Norm. Aber die C-Alpha-Norm, ich habe ja argumentiert, also Omega ist jetzt hier ein beschränktes Gebiet, ich habe ja argumentiert, C-Alpha-Norm, das ist leichter zu bilden als eine Ableitung. Also kann man die C-Alpha-Norm sicher gegen die C1-Norm abschätzen. Aber hier braucht man im Allgemeinen
eben noch eine Konstante dazwischen, das ist das CH. Und eine andere Abschätzung ist, wenn Sie zwei Funktionen haben, U und V, und multiplizieren die miteinander, dann können Sie davon die C-Alpha-Norm auch abschätzen durch die C-Alpha-Norm von U. Und ich nehme an, dass man da auch wieder eine Konstante braucht. Ja. Also CH durch die C-Alpha-Norm von U und die C-Alpha-Norm von V. Denken wir mal kurz daran, ob das für C1 stimmt. Wenn Sie einmal differenzieren, dann haben Sie eine Produktregel. Dann nehmen Sie entweder das mal die Ableitung davon, dann würden Sie C0 mal C1 Norm von V nehmen, oder die Ableitung fällt aufs andere. Ja, dann würden Sie hier umdrehen, C0 Norm vom anderen und C1 Norm von dem. Und hier ist es so ähnlich, wenn Sie so Differenzenquotienten bilden mit dem Produkt U mal V, dann können Sie eben durch Einschieben von Termen das schreiben als einmal mit U multipliziert mit so einem Differenzenquotienten von V und einmal umgekehrt. Das ist also sozusagen dann dieselbe Beweisidee wie bei der Produktregel für C1. Also sowas gilt hier auch. Das sind zwei Kleinigkeiten, die jetzt im nächsten Beweis vorkommen werden. Dass Sie da nicht erschrecken, sondern dafür werde ich das. Und die Schauder-Theorie, die hatte ich in der Linear-Theorie auch schon mal kurz angedeutet, wie die lautet. Die sagt eben, wenn Omega Teilmenge Rn beschränkt mit Lipschitz-Rand ist und wir fordern noch ein bisschen mehr, wir fordern sogar, dass der Rand glatt ist, und zwar die Regularität Rand Omega soll von der Klasse C2 Alpha sein, so gut wie wir jetzt gleich die Lösungen erwarten, so gut soll auch der Rand sein. Das fordern wir, das ist eine Forderung an den Rand. Dann gilt für Lösungen U der Gleichung minus Laplace U gleich F. Und ich fordere, dass das F in einem C-Alpha-Omega-Raum ist. Und ich stelle mir immer vor, dass das U die H1-0-Lösung ist, also vorhin schon wiederholt, die Randbedingung soll jetzt immer eine homogene, direkte Randbedingung sein, dass wir davon keine Probleme uns einfallen wird. Also wenn das gilt, dann ist das U, von welcher Stufe würden wir das erwarten? Also wir haben es ja gemacht, für F ist in L2, dann ist das U in H2, also zweite Ableitung von U sind so gut wie das F. Und genauso ist es eben hier. Zweite Ableitungen von U sind genau wie das F, also U ist in C2 Alpha Omega. Und die Theorie kommt sogar noch mit einer Abschätzung, nämlich die C2-Alpha-Norm von U können Sie abschätzen. Und ich gebe dem jetzt auch wieder mal den Namen CH. Also CH ist für mich jetzt so alle möglichen Konstanten, die man bei Hölderräumen gut gebrauchen kann. Das ist also abgeschätzt durch CH mal die Norm von F und diese Norm aber in C-Alpha. So, das ist also das Material, was wir brauchen über Hölderräume, diese Aussagen, Schauder-Theorie und diese elementaren Aussagen verwenden wir jetzt im Beweis des Existenzsatzes.